Mittel zu verschaffen. Wir wollen eine soziale Stadt, den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Wir sagen 100 Stopp. Danke. Dann frage ich Sie, warum haben Sie das Grundstück nicht gekauft, als es frei zum Kauf war? Planfeststellungsbeschluss war da. Sie hatten über ein Jahr Zeit. Sie haben alle möglichen anderen Grundstücke gekauft. Und dieses Grundstück haben Sie nicht gekauft und nicht ersteigert. Sie haben den armen Eigentümer und meine, die Mieterin, beziehungsweise den Geschäftsführer meiner Mieterin, haben Sie ins Messer laufen lassen. Der hat hohe Kredite aufnehmen müssen, um das hier zu finanzieren. Jetzt noch kann ich von meiner Mandantin, von der spanischen Quelle sagen, wo auch der Geschäftsführer Herr da Silva hier anwesend ist, wäre er bereit, freiwillig zu räumen und zu übergeben, wenn Sie hier und heute zusagen, die Halle, die überhaupt nicht abgerissen werden muss, sie muss nur als Lagerplatz, wegen des Lagerplatzes hier abgerissen werden. Sie reißen die Halle ab, benutzen das Grundstück für den Autobahnbau und geben abzüglich des Streifens, der auf Dauer benutzt wird und benötigt wird, geben das Grundstück zurück und bauen eine neue Halle rauf. Sie behaupten, Sie hätten schon über 2 Millionen Verlust durch eine Verzögerung, weil die Halle nicht abgerissen werden könnte. Warum nehmen Sie nicht das Geld hier und sagen, okay, Kooperation, du gibst uns, Eigentümer, gibst uns das Grundstück und die Halle und du behältst das Grundstück zurück und wir bauen mit entsprechendem Baurecht dir eine neue Halle oder geben dir die Mittel dafür, dass du bauen kannst. Wenn Sie das machen würden, können wir alles abbrechen hier. Diese Diskussion an der Stelle nicht mehr heute. Nicht mehr an der Stelle. Wir hatten ausgiebig Zeit. Wir haben diverse Gesprächsangebote unterbreitet. Wir haben diverse Male, und das stimmt, miteinander gesprochen. Die Gespräche wurden dann von Ihrer Seite ergebnislos abgebrochen und Sie haben gesagt, Sie wollen da an der Stelle nicht weiter mit uns reden. Auch wir wären an einer Deeskalation mehr als interessiert gewesen an der Stelle. Heute spreche ich jetzt nicht mehr um Details. Heute geht es an der Stelle nur noch um den Besitz, um die Besitzübernahme. Ich sehe Sie jetzt. Und das ist jetzt der entscheidende Satz, fordere ich die Grundstückseigentümer oder einen Vertreter. Vertreten Sie den Grundstückseigentümer heute mit? Ansonsten würde ich mal bitten, wer ist für den Grundstückseigentümer, Herrn da Silva, da? Sie? Wunderbar. Ich grüße Sie. Ihr Name ist? Thorsten Kreppner, Rechtsanwalt in Vertretung von Herrn Carsten Sommer. In Vertretung von Herrn Sommer, für die Kanzlei Sommer und Partner sozusagen. Und Sie, Rechtsanwalt Lani, für die spanische Quelle und Sie für den Grundstückseigentümer, muss ich Sie fragen, sind Sie heute, nachdem Sie die von Ihnen angestrengten Rechtsmittel verloren haben, bereit, das Grundstück an die Bundesstraßenverwaltung freiwillig zu übergeben? Das muss ich mit meinem Mandanten kurz besprechen. Okay. Ich verspreche es mit meiner Mandantin. Dann sehen wir uns. 10 Minuten. Warum muss ich die Fehler, was die anderen machen, ausbaden? Das finde ich nicht fair. Ich habe immer gekämpft. Ich habe immer gehofft, dass es hier Gerechtigkeit gibt. Ich bin sehr traurig, dass ich diese Lage verliere, dass dieses Grundstück nachher leer steht. Nur ein 3 Meter Streifen wird genutzt, weiter nichts. Das finde ich sehr traurig, dass ich so viel gekämpft habe. Und so behandelt werden. Das finde ich sehr traurig. Was Herr da Silva hier nochmal deutlich machen will, und das möchte ich an der Stelle jetzt auch nochmal deutlich machen, ist, dass die Senatsverwaltung von Berlin wusste, dass dieses Grundstück planfestgestellt für den Bau der Autobahn gebraucht wird. Und trotzdem 2011 während der Zwangsversteigerung nicht selbst mitgeboten hat, dieses Grundstück nicht auf dem ordentlichen Weg erworben hat. Herrn da Silva hat ins offene Messer laufen lassen, was dieses Grundstück angeht. Der Senatsverwaltung war das Gutachten, das fälschlicherweise, das ihm vorlag und das fälschlicherweise behauptete,
die Halle hier könne stehen bleiben. Der Senatsverwaltung war dieses Gutachten bekannt. Sie hat trotzdem nicht agiert. Und das ist der eigentliche Skandal für Herrn da Silva als Geschäftsmann und als Privatmann an dieser Stelle. Und was uns von Seiten der Senatsverwaltung und auch von Seiten der Bundesstraßenverwaltung, von Seiten der Enteignungsbehörde an der Stelle entgegengeschwappt ist, ist tatsächlich formaljuristische Argumentation, Unverständnis, kein Stück an irgendwie Respekt für die Position von Herrn da Silva. Und man muss an der Stelle einfach sagen, dass die Senatsverwaltung hier ihre eigenen Fehler, die sie hier gemacht hat, auf dem Rücken von Herrn da Silva ausbadet. Und Herr da Silva sieht sich im Angesicht, ja, man muss sagen, im Angesicht der Gewalt, man muss ja nur da hinten stehen, da steht die Polizei bereit, im Angesicht der Gewalt und im Angesicht dieser formaljuristischen Argumentation jetzt zwar gezwungen, das Grundstück zu übergeben. Er tut das allerdings nur unter Protest und hofft, dass ihm die Senatsverwaltung hier im Nachhinein noch entgegenkommen wird und seine Position hier respektiert wird und seine Position als Bürger respektiert wird. Und vielleicht ist ja auch die Bundesstraßenverwaltung an der Stelle daran interessiert, dass ein Bürger, der hier aufgrund eines fehlerhaften Gutachtens und aufgrund eines Fehlers des Staates und eines Fehlers der Senatsverwaltung, die hier die Bundesrepublik Deutschland vertritt als Straßenbauherr, dass es nicht sein kann, dass das Ganze hier auf Kosten von Herrn da Silva ausgeht. Weil daran kann unser Staat kein Interesse haben, dass eine Autobahn, ein stark umstrittenes Autobahnprojekt, das hier gebaut wird, dann auf dem Rücken von einem Bürger ausgetragen wird, der hier wirklich nichts dafür kann. Erstmal habe ich dagegen genommen, dass der Besitz übergeben worden ist an der Stelle. Auch für die spanische Quelle wird auch übergeben. In Ordnung. Schönen Dank von der Warte, dann bitte doch die weitere Maßnahme. Ja, dann bedanke ich mich jetzt jedenfalls erstmal bei dem Grundstückseigentümer und bei der Mieterin der spanischen Quelle. Ich stehe hier für die Enteignungsbehörde des Landes Berlin, die mit dem Verfahren erst seit dem Jahre 2013 befasst ist, hat mich deshalb zu den Dingen, die im Vorfeld gelaufen oder nicht gelaufen sind, nicht äußern, kann aber zusichern, dass dieses Verfahren auch nach dem heutigen Tag der vorzeitigen Besitzeinweisung natürlich weiterläuft. Es wird über Entschädigungen zu verhandeln sein und wir haben selbstverständlich eine Garantieaussage aufgrund des Grundgesetzes und der rechtsstaatlichen Regelungen hier im Bundesstraßengesetz bei der Bundesstraßenverwaltung, dass für Herrn da Silva sowohl in seiner Rolle als Grundstückseigentümer auch wie in seiner Rolle als Geschäftsführer der spanischen Quelle GmbH es hier zu Verkehrswertentschädigungen kommen wird. Wir werden noch am heutigen Tage über den unabhängigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte eine Zustandsfeststellung dieses Grundstücks und eine Wertfeststellung des Inhalts, der uns jetzt noch nicht bekannt ist, dieser Halle vornehmen lassen, um im weiteren Verfahren selbstverständlich dafür zu sorgen, dass weder dem Grundstückseigentümer noch der spanischen Quelle GmbH hier ein nicht gerechtfertigter Wertverlust mit diesem Vorgang entsteht. Verloren geht das Grundstück, verloren geht die Halle, aber selbstverständlich ist die Bundesstraßenverwaltung verpflichtet, dabei auftretende Schäden, aber selbstverständlich vor allen Dingen den Wert für die Inanspruchnahme des Grundstücks und den Wert für die Inanspruchnahme dieser Halle voll nach Verkehrswert zu entschädigen. Und dafür werden wir Sorge tragen. Ich stelle fest, dass der Grundstückseigentümer und die Mieterin hiermit das Grundstück an die Bundesstraßenverwaltung übergeben haben. Ich stelle aber gleichzeitig fest, dass sich auf dem Grundstück eine Vielzahl von Personen befindet, die jedenfalls von der Bundesstraßenverwaltung keine Erlaubnis zum Verbleib oder zum weiteren Verweilen auf diesem Grundstück besitzen. Ich muss deshalb alle, die sich jetzt noch auf dem Grundstück befinden,
außer den Vertretern der Bundesstraßenverwaltung und außer den Vertretern der Eigentumsseite und der Mieterin des Grundstücks und ihrer rechtlichen Vertretungen, muss ich jetzt alle anderen bitten, dieses Grundstück zu verlassen, weil ansonsten wäre ich gezwungen, Sie sehen im Hintergrund schon, wie das bei solchen Maßnahmen manchmal notwendig ist, ich hoffe, es wird hier heute nicht so sein, Polizei in Anwesenheit vor Ort. Ich werde dieses Grundstück also notfalls auch zwangsräumen lassen, hoffe aber auf Ihre Einsicht, dass ein Verweilen auf diesem Grundstück, nachdem nun der Eigentümer und die Mieterin ihre Rechtsposition an diesem Grundstück an die Bundesstraßenverwaltung endgültig übergeben haben, dass sie jetzt das Grundstück verlassen, denn ein Verweilrecht auf diesem Grundstück besteht für sie nicht mehr. Das heißt, ab diesem Moment würden sie Hausfriedensbruch begehen und dazu wollen wir es doch bitte nicht kommen. Wird Antrag wegen Hausfriedensbruch gestellt werden und das wird in seinem Lebensweg mit einer Vorstrafe enden. Das würde ich mir gut überlegen. Dafür gebe ich jetzt noch mal 15 Minuten Zeit. Wer jetzt das Grundstück verlässt, wird nicht verfolgt. Es wird kein Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt. Wer bleibt, muss mit einer Vorstrafe rechnen. Das heißt, Sie haben keine Zustimmung der Bundesstraßenverwaltung für Ihre Anwesenheit auf dem Grundstück. Das soll Ihnen bewusst sein. In der Bundesrepublik Deutschland und in anderen europäischen Ländern lebt man den von Ihnen herbeigeführten Zustand Hausfriedensbruch. Sie begehen diesen Hausfriedensbruch. Ich mache Ihnen zur Beendigung des Hausfriedensbruchs folgendes Angebot. Hausfriedensbruch.